Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Subnautica Below Zero. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel, denn vielleicht habt ihr ja schon mein Let's Play vom ersten Subnautica gesehen, wo ich extrem gehypt war und einfach seit Ewigkeiten mal wieder richtig, richtig viel Spaß dabei hatte, diese wunderschöne Welt zu erkunden. Jetzt gibt es Subnautica Below Zero. Ich werde im Verlauf definitiv wieder Mods installieren, ihr Lieben. Und das Spiel wieder ein kleines bisschen optisch verändern und ein paar Gaming-Sachen machen, die das Spiel auf gar keinen Fall einfacher machen. Denn, ihr Lieben, ich werde von Anfang an im Hardcore-Modus spielen. Ich habe gestern schon einmal ein Spiel angefangen. Bin nach ungefähr 2 Stunden gestorben. Das heißt, ein kleines bisschen habe ich schon gesehen. Ich habe mich wieder ein bisschen reinfinden können. Und ich bin sau gespannt, was hier alles passiert, ihr Lieben. Ich bin tierisch gespannt und freue mich wahnsinnig auf dieses Let's Play. Und Hardcore heißt Überlebensmodus mit nur einem einzigen Leben. Keine Sauerstoffwarnungen. Das heißt, wir müssen essen, wir müssen trinken. Wir müssen unsere Gesundheit natürlich im Blick behalten. Wir müssen unseren Sauerstoff im Blick behalten und die Kälte-Wärme im Blick behalten. Wir kriegen für nichts irgendeine Warnung, also Sauerstoff knapp oder sowas. Wir müssen immer gucken, wie viel Sauerstoff wir noch haben, um dann entsprechend früh an der Meeresoberfläche zu sein. Und dieses Zeichen hier, dieser wunderschöne Totenkopf, heißt, wenn wir sterben, sind wir komplett tot und dürfen ganz von vorne anfangen. Und damit viel Spaß, ihr Lieben, mit diesem fantastischen Spiel Subnautica Below Zero. Wie ihr sehen könnt, in wunderherrlichem 21:9 in 4K Auflösung. Yay! Ich freue mich tierisch drauf. Und das erste Mal überhaupt, mein allererstes Spiel mit einer richtigen Kameraaufnahme hier. Hey! This is the farthest that I can take you on company space bucks, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me. And Sam. I need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Approaching 4546 speed. Surface temperature is up. Drop pod deployed. Und damit herzlich willkommen auf dem Planeten 4546b, ihr Lieben. Ihr habt die allerwichtigsten Neuerungen schon mitbekommen. Wir spielen eine Frau namens Robin. Wir sind dieses Mal hier auf der Eisseite des Planeten 4546b gelandet. Ich weiß noch nicht, zu welcher Zeit dieses Spiel spielt, ob es vor oder nach dem ersten Subnautica spielt. Aber jetzt müssen wir erstmal hier ein paar Dinge aufsammeln. New Blueprint synthesized. Und ankommen. Ich habe beim ersten Mal zocken übrigens echt damit gerechnet, dass es wieder damit anfängt, dass man den Feuerlöscher nehmen und das Feuer in der Rettungskapsel löschen darf. Das war zum Glück nicht der Fall. So. Wir sammeln erstmal alles auf, was geht hier. Und ihr seht schon unten links, dass sobald ich vom Feuer weggehe,
wird mir kalt. Da ist noch ein Nährstoffblock. Ich hoffe übrigens, dass man sie in diesem Spiel hier endlich mal, also im zweiten Teil hier endlich mal herstellen kann. Denn die konnte man zwar finden in Subnautica, aber nicht selber herstellen, diese Nährstoffblöcke. Und die Fauna auf jeden Fall schon wieder großartig. So, noch einmal aufwärmen. Hallo. Holy smokes! That did not go as planned. I should find a way into the water and get to the drop pod. Okay, also Weg ins Wasser finden und zur Rettungskapsel finden. Ich weiß ja schon, was das ist, ihr Lieben. Das sind Thermalibien. Die sind zum Glück, auch wenn sie echt fies aussehen, völlig ungefährlich. Ganz im Gegenteil, die wärmen uns auf, was ich großartig finde. So. Aber wir machen uns hier erstmal auf den Weg zu unserer Rettungskapsel. Die sind so schön. So, und das Tolle ist, unser Anzug ist darauf ausgelegt, dass wir im Wasser aufwärmen. Hey! Ah, ich liebe diese Unterwasserwelt. Einfach nur wunderschön. Found the drop pod. Einen wunderschönen guten Abend, Lorion. Hallöchen. So, und jetzt, ihr Lieben, werden wir uns erst einmal durch den kompletten PDA arbeiten und mal ein paar Dinge hier lesen. Die Zukunft von Xenoworks. Von Jax, von Isis Jax. Betreff die Zukunft von Xenoworks. Seid gegrüßt, Xenoworker. Ich weiß, es waren viele Gerüchte im Umlauf, deshalb möchte ich einfach ein paar Dinge klarstellen. Im Geiste der Offenheit und Transparenz, von denen ihr wisst, dass sie uns allen hier viel bedeuten. Zuallererst, nein, Altera hat uns nicht gekauft. Wir sind immer noch Xenoworks. Wir werden keine Büros verlegen und keine hierarchische Struktur bekommen und erst recht nicht euch alle in die Zentrale holen oder sowas. Ihr solltet aber kommen, allein wegen der Häppchen. Wir sind immer noch das freche, lebendige Forschungs-Startup, bei dem ihr alle unterschrieben habt. Was bedeutet also diese Mehrheitsbeteiligung? Nun, um es ganz klar auszudrücken, es bedeutet mehr. Mehr Ausrüstung, mehr Forschung, mehr Risiko, mehr Experimente, mehr von allem, was uns großartig macht und vor allem mehr Kohle für euch und eure Forschung und ja, auch Häppchen. Lina wird sich in Kürze mit euch in Verbindung setzen, um eure alten Xenoworks PDAs gegen coole neue Altera-Geräte auszutauschen und euch dabei zu helfen, euch mit einigen wirklich kleinen Änderungen in der Firmenpolitik vertraut zu machen, die uns dabei helfen werden, dass alles auch in Zukunft entspannt und reibungslos läuft. Also Glückwunsch an uns alle. Wir haben das zusammen geschafft und jetzt können wir noch so viel mehr erreichen. Bis bald. Isis Jax, Spezialistin für Kommunikation Xenoworks. Und wir haben zum Glück noch eins von den Xenoworks PDAs und noch keinen neuen Altera PDA. Das freut mich sehr. So. Dann lasst uns erstmal die Überlebensfunktion des PDAs anschauen. Überlebenshandbuch für die Arktis an Land. Abenteurern, die bei kaltem Wetter das Festland erforschen, wird empfohlen, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Starke Winde können zu einer schnellen Unterkühlung führen. Halten Sie Ausschau nach natürlichen Unterständen oder schützenden heißen Quellen. Wenn Sie einen Standard-US-Anzug tragen, können Gewässer Schutz vor extremer Kälte bieten. Wir tragen gar nichts.
Hm. Es werden unerwartete Umwege auf Sie zukommen. Sie können nie wissen, wie lange Sie unterwegs sind. Denken Sie daran, Verpflegung einzupacken und wenn möglich ein heißes Getränk. Wir können es nicht genug betonen, warm anziehen. Die Investition in einen guten Thermoanzug wird sich in Form von Wärme und Sicherheit bezahlt machen. Denken Sie daran, im Zweifelsfall nicht rausgehen. Überlebenshandbuch für die Arktis bei der Ankunft. Willkommen im Abenteuermodus, Xenoworker. Sie befinden sich in einem arktischen Klima. Ihre große Expedition beginnt. Ihr Xenoworks PDA überwacht Ihre Körpertemperatur und Lebenszeichen. Da Sie das Überlebenshandbuch für die Arktis heruntergeladen haben, wird er von Zeit zu Zeit auch Ratschläge geben. Ihr Gerät zeichnet auch die Beobachtungen und Erkenntnisse auf, sodass zukünftige Abenteurer von Ihnen profitieren können. Überlebenscheckliste. Erstens, in eine sichere Umgebung zurückziehen. Das haben wir gerade gemacht. Zweitens, erste Hilfe leisten, falls erforderlich. Zum Glück nicht erforderlich, wir sind bei bester Gesundheit. Drittens, Notfallausrüstung bergen, falls vorhanden. Ja, so ein bisschen was haben wir schon geborgen, aber ich fürchte, da wird noch einiges weitere auf uns zukommen. Viertens, Umgebung nach Bedrohungen und Rohstoffen absuchen, das werden wir gleich machen. Fünftens, eine sichere Unterkunft finden oder konstruieren. Ja, auch das werden wir bald machen. Sechstens, benötigte Überlebensausrüstung mit Hilfe des Fabrikators der Unterkunft herstellen. Siebtens, andere Überlebende in Sichtweite oder mit Hilfe des Kommunikators suchen. Achtens, körperliche und geistige Gesundheit bis zur Rettung aufrechterhalten. Ja, das wäre schön, wenn das alles funktionieren würde. Handscanner. Haben wir den von Anfang an dabei? Nö, haben wir nicht. Als unverzichtbares Technik-, Wissenschafts- und Überlebenswerkzeug kann der Scanner verwendet werden, um neue Baupläne zum Speicher hinzuzufügen und unbekannte Gebilde zu analysieren. Er emittiert elektromagnetische Strahlung, die in die angegebene Richtung, die von der Umgebung reflektiert und dann analysiert wird, um die physikalische Zusammensetzung des Ziels zu bestimmen. Er hat vier Hauptfunktionen. Bauplanerwerb. Erfasst die physikalischen Parameter der gescannten Geräte, um ihre Baupläne zur PDA-Datenbank hinzuzufügen. Diese Baupläne können dann im geeigneten Fabrikator verwendet werden. Der Scanner ist ebenso in der Lage, beschädigte oder anderweitig nutzlose Geräte zu Bergungszwecken in ihre metallischen Grundbestandteile zu zerlegen. Organische Analyse. Der Scanner versucht, die gescannten Organismen mit der Datenbank zu vergleichen. Wird keine Übereinstimmung gefunden, wird der Spezies ein leicht zu merkender Name zugeordnet und ein neuer Datenbankeintrag erstellt. Die KI ihres PDA wird ebenfalls versuchen, falls möglich, Theorien über Verhaltensmuster und evolutionäre Ursprünge aufzustellen und Einschätzungen über den Umgang mit ihr abzugeben. Der Spektroskopscanner von Altera. Er versteht die Welt, damit Sie es nicht müssen. Das Reparaturwerkzeug. Das Reparaturwerkzeug kann auf jedes beliebige Gerät gerichtet werden. Kontrolltafeln, Basismodule, Kommunikatoren und so weiter, um Drähte und Risse auf atomarer Ebene wieder zusammenzufügen. Jeder gute Techniker hat eins unterm Kopfkissen. Den meisten Leuten ist egal, warum es funktioniert. Hauptsache, es hat ihnen einmal das Leben gerettet. Aber für alle, die es dennoch interessiert, es kombiniert Scanner- und Fabrikatortechnik, um die richtigen Spezifikationen für das Zielobjekt zu bestimmen und formt dann das vorhandene physikalische Material um, damit es den ursprünglichen Spezifikationen entspricht. Das Reparaturwerkzeug von Altera, ruckzuck wie neu. Und der Universalschutzanzug. Sie tragen derzeit also doch den US-Anzug Model 3 Beta. Der neueste Universalschutzanzug ist fester, wärmer und leichter als je zuvor. Eingebauter Kommunikator und Sichtfeldanzeige, biometrische Sensoren, schlankes Design für maximale Bewegungsfreiheit, 0,25 mm Neoprenschicht unterstützt Aktivität im Wasser bei nahezu jeder Temperatur, geeignet für Außeneinsätze bei Temperaturen über minus 10 Grad. So herrlich bequem, dass Sie vergessen werden, dass er überhaupt existiert. Eigentum von Xenoworks. Muss bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zurückgegeben werden. Kann für eine Schutzgebühr von einer Krediteinheit von der Firma erworben werden. Wunderschön. Basisinstallationen. Der Fabrikator. Die Fabrikationstechnik ist die Fähigkeit, Materie auf atomarer Ebene neu zu ordnen. Sie war der Auslöser der großen Expansion und bleibt das Rückgrat der modernen Welt. Hallo Mr. Red Crystal, ich grüße dich. Fabrikatoren gibt es in allen Formen und Größen, aber die meisten sind klein genug, um an der Wand montiert werden zu können. Sie werden von der Konstruktion alltäglicher Geräte bis zur Zubereitung von Abendessen verwendet. Heutzutage ist es in jedem Haushalt üblich, für alle Fälle einen Vorrat an einfachen Grundmaterialien bereitzuhalten. Konstruktionswerkzeug. Das tragbare Konstruktionswerkzeug von Altera ist in 11 verschiedenen Transstaaten seit über 50 Jahren ein unverzichtbares Werkzeug für Xenowissenschaftler, Kolonisten und Katastrophenhelfer.
Basismodule sind hermetisch von der Außenwelt abgeschottet. Konstruktion an Land, unter Wasser oder im Vakuum. Basen können zu Langzeitbehausungen, abgelegenen Forschungsstationen, Verteidigungsaußenposten und mehr erweitert werden. Kurzanleitung. Erstens, wählen Sie ein Basissegment im Menü des Konstruktionswerkzeugs aus und platzieren Sie es, wo es gerade passt. Mr. Red Crystal, vielen Dank für den Follow. Hier sind deine Küken. Willkommen im Vogelnest. Zweitens, fügen Sie eine Luke hinzu, um das Segment betreten zu können. Drittens, bauen Sie ein Solarmodul zur Energieversorgung des Sauerstoffgenerators der Basis. Viertens, konstruieren Sie nützliche Innenmodule wie Kommunikatoren, Ladestationen und Lagereinheiten. Die Hauptsysteme einer Basis wie Sauerstoffproduktion und Entwässerungssysteme sowie Module wie der Fabrikator verbrauchen Energie und werden ohne diese nicht funktionieren. Zusätzliche Segmente beeinträchtigen je nach Außendruck den Zustand der Hülle. Schnellbaubasen. Ein Zuhause weit, weit weg von zu Hause. Und zu guter Letzt haben wir noch das Solarmodul. Solarenergie ist die häufigste Energiequelle in der Galaxis. So ist es kein Zufall, dass das Standard-Solarmodul die erste Wahl ist, um eine Basis zu versorgen. Eine Energiequelle ist die Voraussetzung für Sauerstoffgeneratoren und andere Module an Bord einer Basis. Liefert begrenzte Energie für kleine Außenposten und Überlebensbasen, kann auf oder in der Nähe der Basis montiert werden oder aus großer Entfernung über Energietransmitter verbunden werden. Leistung abhängig von der Sonneneinstrahlung. So, und wir haben noch zwei Fahrzeuge. Calorie intake recommended. Oh, ich sollte zwischendurch mal was essen. Zum Glück haben wir hier so einen Nährstoffblock. Vital signs stabilizing. Dann trinken wir auch direkt mal was. Wir sind ja auch gleich fertig hier. Mobile Fahrzeugstation. Die mobile Fahrzeugstation ist eine aussetzbare Station, die mit Fabrikatordrohnen ausgestattet ist. Schwieriges Wort. Um kleine Forschungs- und Erkundungsfahrzeuge aus Rohstoffen zu konstruieren. Sie ist ein weit verbreitetes Werkzeug in fast allen Industrie-, Wissenschafts- und Kolonialisierungsoperationen. Der Seegleiter. Der Seegleiter ist ein Personentransportmittel für den Einsatz in ozeanischen Umgebungen. Erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 36 Stundenkilometern in stehenden Gewässern. Zeigt einfache topografische Daten als Hilfsmittel zur Kartierung von Höhlensystemen. Austauschbare Batterie, Finger weg vom Propeller. Der Seegleiter. Alles, was unter Wasser schneller ist, versucht wahrscheinlich, sie zu fressen. So, wir haben alles durch, bis auf Sam. Sam spare ich mir aber noch ein ganz kleines bisschen auf, ihr Lieben. Das sind alle Konstruktionspläne, die wir bisher haben. Wir müssen auf jeden Fall zuerst die Tauchflasche, die Schwimmflossen und diesen Scanner hier vor allem machen und das Feldmesser. Dafür muss ich gucken, was ich dafür brauche. Ich brauche auf jeden Fall Gewebe. Ich brauche Silikongummi. Titan und eine Batterie. Ah, ich kann keine Baupläne mehr anheften. Das sind die Schlingpflanzensachen. Die kann ich eh erst ernten, wenn ich das Feldmesser habe. Das war schon im ersten Teil so und das weiß ich auch aus meinen ersten 2 Stunden vom letzten Spiel. Deshalb mache ich das mal so. Kupfererz und Geißelkörbchen. Well, Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio tower is as easy to spot as Will said. Schauen wir uns doch erstmal hier ein bisschen um. Oh, ich liebe diese Soundkulisse einfach, ne? Und es wird schon wieder Tag. Das ist doch fantastisch. Wir haben genau so lange die PDA-Daten gelesen, bis es wieder Tag wird und wir entspannt Sachen unter Wasser einsammeln und sehen können. Should be able to use this. Ich sammle auch direkt mal Blasenfische. Neuer Bauplan aus fremder Quelle erzeugt. Sehr schön. Neuen Bauplan Schwimmkörper. Und da haben wir Kupfererz. Und ich muss unbedingt auf meine Sauerstoffzufuhr achten. Denn just daran bin ich im ersten Hardcore-Durchlauf gestorben. Weil ich keinen Sauerstoff mehr hatte. Ich bin ein bisschen zu tief getaucht und habe... Ribbon plants contain electrolytic materials that can be used in energy storage. Und habe dann festgestellt, dass es wie im ersten Teil ist, wenn man unter 100 bzw. unter 200 Meter geht, dass sich der Sauerstoff schneller verbraucht als weiter oben. Und habe dann festgestellt, verdammt, ich habe zu wenig Luft.
Ja, so schnell kann es gehen. Aber ich wollte unbedingt von Anfang an im Hardcore-Modus starten, denn nur dann hat man dieses Gefühl, dass einen wirklich alles sofort umbringen kann. Wenn man halt weiß, hey, man wacht halt in der Basis wieder auf und kann einfach weiterspielen, dann hat man nicht diesen Respekt vor dem eigenen Leben, dass das eigene Leben endlich ist, wie man ihn in einem Survival-Spiel meiner Meinung nach haben sollte. Denn man hat nun mal nur ein Leben. Vor allem in Survival-Spielen finde ich das sehr, sehr wichtig. Schöne Fältchen. Ja, ich würde auch gerne wieder die Mod installieren, die dafür sorgt, dass wir Dinge, die wir noch nicht gescannt haben, dass wir nicht deren Namen sehen. Das finde ich auch wahnsinnig immersiv, denn wenn ich jetzt hier hinschwimme, glaube ich, wird mir der Name angezeigt. Ja, das ist ein Ringelpilz. Woher soll ich wissen, dass das ein Ringelpilz ist, wenn ich ihn noch nicht gescannt habe? Das finde ich total doof. Deshalb möchte ich eine Mod haben, die mir nicht verrät, was diese Sachen sind. Oh, guck mal, ein Teil von einem Segelleiter. Gut zu wissen. Solange ich die Dinger noch nicht gescannt habe. Maximaler Realismus hier. So. Tagebucheintrag freigeschaltet. I was a little nervous about dropping into an unknown area, but luckily, this biome seems to have an abundance of minerals I can use for tools and upgrades. I didn't want another situation like Byzantos 5. When Xenoworks dropped me off, there were barely any resources. I survived off the land for 3 months with just a knife, my lucky PDA, and some rope. I am still kind of proud of that, though. Und hallöchen Schutzi und hallöchen meine liebe Lailalicious, ich grüße dich. So, wir können gefiltertes Wasser mit einem Blasenfisch herstellen. Das werden wir auch gleich sofort tun. Was war noch für ein Bauplan? Ah, der Schwimmkörper. Den brauchen wir wahrscheinlich sowieso nie. Den habe ich auch im ersten Teil von Subnautica nie benötigt. Dann lasst uns Wasser herstellen. Yay. So, und wir können schon mal Kupferdraht und eine Batterie herstellen. Die Batterie ist wichtig für unseren Scanner und somit können wir jetzt auch unseren Scanner herstellen. Zack, das allerwichtigste Tool überhaupt. Yay, wir haben einen Scanner. Alright, I have a scanner. In goes the battery in titanium, out comes a scanner. Every xenobiologist's favorite tool. This planet has some fascinating flora and fauna, and I can't wait to learn about them. This will also give me access to a greater tool set. I'm assuming Altera left behind tech that I can scan for blueprints. That should make surviving and exploring out here a bit easier. Don't worry, Sam. I haven't forgotten I'm here for you. But it can't hurt to do a little research on the side, right? I know you would have done the same. I will find out what happened to you. I promise. So, und apropos Sam, dann gehen wir jetzt mal in die Sam-Sachen hier rein. Das ist genau deshalb wollte ich ein bisschen damit warten. So. Robin, guess what? I got the job. I'm going to 4546B. Now I'll be able to improve the mechanical avian amphibian under real-world stress conditions. Listen, I know your stance on Altera, but I just hope you're happy your sis is happy. I sure hope my sis is happy. I can't wait till we talk again. Oh, I wanted to ask you something. Can you watch my Augie while I'm away? I need someone I can trust to look after my best little potato. Potato, listen. I tried, but that name is just not sticking. He's my little extra bite. I'll leave the starchy tubers nicknames to you. Anyway, if you say yes, thanks, baby sis. Love you. Ich finde es super, super schön, dass wir dieses Mal direkt von Anfang an eine persönliche Bindung haben zu jemandem, der nicht hier ist. Und dass halt einfach eine persönliche, eine viel persönlichere Geschichte genau damit erzählt werden kann. Dass man halt hier nicht einfach nur nach irgendwelchen Überlebenden sucht, sondern nach Überlebenden aus der eigenen Familie. Ah, da ist sie. 4546B to Robin. Come in, Robin.
Remember when we used to play old-timey Space Explorer? This is kind of like that, but it's even harder to communicate. Well, let's see. I got your last message. Altera is not, as you put it, Alterrorizing me. Things are going well. My project has a new name. Say goodbye to the mechanical avian amphibian, and hello to spy panglings. We're training the bots to mimic the creatures. Check out the photo. And I think I'm kind of seeing someone. I know it's not like me to just find a date, let alone on a mostly uninhabited water planet, but actually, you know what? Forget I said anything. Yeah, it's probably not even a real thing, but anyway, I'm sorry to hear Xenoworks might be strapped in the revenue department. Sounds like they still have you busy Xenoworking, though. I know there's no way to guarantee an alien intelligence startup will succeed, but you've put so much into it. I hope they find a way to keep going. I know how much it means to you, getting to work at a small place where you have control over your research. All right, I gotta go. Later, baby sis. Love you. Hey, Robin! I got your Augie photo. Thanks so much for taking care of him, even though he's a cranky Hey! The nickname actually fits that way. A cranky potato. I know he can be a handful, but I really appreciate it. I'm a bit worried about my other baby, the mission. One of my panglings found something big. But Altera is just like, nothing to see here. Honestly, kinda glad you can't answer so you can't, you know, rub it in my face. Go ahead, bask in the fact that you were a little bit right about them. My project is on the line. My job, my safety. I heard about Xenoworks getting bought. I'm sorry. But at least you still have your job. Guess you're one of us now. Like it or not, welcome to the Altera family. I should probably go before I say something I regret. Love you. Keep your chin up. Eye on the alien prize. So, damit haben wir fast alle Nachrichten von Sam schon gehört. Die letzten beiden noch für euch. Hey Robin, I'm sorry, my last message was so awful. I've been under a lot of stress. And I'm not sure what's going on with anything. I can't really talk about it either. Oh, and I'm definitely not dating anyone on this water planet. Don't know what I was thinking there. Have I told you how cold it is here? Get this. I can't even get my wash and go dry before the wind freezes the moisturizer in my hair. Wild, right? Well, anyway, I'm sure you're mad at me after what I said, but I could really use a friend. You're my sister. I love you. I'm sorry. Oh, das ist so süß, das ist so eine schöne persönliche Geschichte erzählt. Auftauchen bitte. Und die letzte Nachricht von unserer Schwester Sam. Hey Robin, I really need someone to know. I'm afraid something terrible is gonna happen. You were completely right about Altera, okay? You were right. I was wrong. And the cat should be called Potato. I admit it. Sorry. Bad attempt at a joke. I just... I don't know what to do. I guess I should just come out and say it at this point. I've said this much already. We found a frozen Leviathan that's infected with Kara. Altera thinks they can use it for something. Weapons, experimental treatments, a whole range of things. But one end of the range is ugly. Dangerous. But profitable, of course. What if it gets out while we're messing around with it? Or worse, what if it ends up a bioweapon in the wrong hands? I hope I'm overreacting, but I don't think I am. Anyway, message me back, please. Could
really use a friend. You're my sister. I love you. So schön, diese Nachrichten. So, ich muss jetzt irgendwie da hinten, das sieht nach Schlingpflanzen aus, nach Schlingpflanzenbüscheln. Die brauche ich nämlich jetzt, um die nächsten Sachen herzustellen. Ja, das sind eindeutig Schlingpflanzenbüschel. Die brauche ich, um das Silikon herzustellen. Sind Samenbüschel dran, die kann ich gleich pflücken. Ui, war ich schon tief. Man unterschätzt das echt immer. So. New blueprint synthesized. Ich muss gleich jetzt als allererstes mal den Scanner auf die 1 packen, weil ich drücke immer die 1, um den Scanner zu benutzen. Und da ist nichts. Scanner auf die 1 bitte. So. Und draußen ist das Wetter wieder ganz schön fies. Ich habe noch ein bisschen Platz, habe ich noch. Achso, ich lasse ein Titan mal wieder fallen. Dann kann ich nämlich noch so ein Schlingpflanzenbüschel mitnehmen. Also jetzt muss ich wieder bis hier hinten hinschwimmen. Was war das? Ich hoffe nix. So, zack. Und jetzt können wir zurück. Also das ist ja mal eine geile Story. Ja, ich mag die Story von Teil 2. Also das, was ich bisher gesehen habe, ich habe noch nicht viel gesehen tatsächlich von der Story. Aber das, was ich bisher gesehen habe, gefällt mir sehr viel besser als die Story von Teil 1. Weil sie einfach viel, viel persönlicher ist. Das gefällt mir sehr viel besser. Ich bin gespannt, ob sie diesen Spannungsbogen über das ganze Spiel aufrechterhalten können. Oh, diese Grafik, diese Unterwasserwelt, ich liebe dieses Spiel einfach. Es ist so schön. So, wir stellen Dinge her, und zwar Silikongummi. Haben wir direkt mal 3 Stück. Ja, die 2 Artikel zu Sam lese ich sofort. Einmal Glas, einmal Schmierstoff direkt. So, und jetzt können wir direkt mal hier unser Messer herstellen und die Schwimmflossen. Als erstes das Messer, das ist wichtiger. Schick, schick. Ja, genau. Steck's dir erstmal komplett in die Hand. Ist eine super Idee. Und die Schwimmflossen zum schneller Schwimmen. Herrlich. So. Und damit kann ich das schon mal wegmachen. Und das auch. Für den, da brauchen wir Fasergewebe zu. Und das können wir uns jetzt mit dem Messer endlich abschneiden. So. Wir haben immer noch keinen Anzug an, ne? Also angeblich haben wir keinen Anzug an. Das finde ich sehr interessant. So, Todesanzeige. Sehr geehrte Frau Ayu, im Namen von Zita Landon, Leiterin der Robotikabteilung auf 4546B und Indra Cormack, Direktorin im Transstaat Altera, bedauere ich Sie über den Tod von Samantha Ayu in Kenntnis setzen zu müssen. Samantha? Mhm, Sam. Bedauerlicherweise starb sie auf dem Planeten 4546B an den Folgen eines Unfalls, der auf ihre eigene Fahrlässigkeit zurückzuführen war. Bitte gestatten Sie mir, Ihnen das tiefste Beileid über den Verlust Ihrer Schwester auszusprechen. Da weitere Details derzeit nicht verfügbar sind, wird sich die Abteilung für Versicherung und Rückgewinnung mit Ihnen in Verbindung setzen, um Sie über Ihre Pflichten als Angehörige in Bezug auf die Rückzahlung von Schadensersatz und Anwaltskosten zu informieren. Sehr nett. Sollten Sie Fragen haben, reichen Sie bitte das Formular Y7Y-SS-U49U2K ein und Ihre Anfrage wird in der Reihenfolge des Eingangs beantwortet. Mit freundlichen Grüßen, Emmanuel Desjardins, Kommunikationsvermittler auf 4546B, Transstaat Altera. Erstmal kurz, was
trinken, damit wir nicht verdursten. Vital signs stabilizing. Und tut mir leid wegen ihrer Schwester, Lillian. I want to offer my sincerest condolences on the passing of your sister. I got to know Sam better towards the end of my mandate with Altera on 4546B, when we were thrown together as pacemates at Outpost Zero. She spoke often and fondly of you. I thought you should know. It didn't sit right with me when Altera blamed Sam's death on negligence. The Samantha Ayu I met was many things. Kind, clever, devoted to her work, but never negligent. I wish I could offer you something more substantial, but my access to information has been cut off. You may be in a better position to look into things than I am. If you're able to, Delta Station was our HQ. They were in a big hurry to leave, and there might still be information to be found there. It has a big radio tower, impossible to miss. I hope you find the answers you seek. Lillian Bench. Das war eben tatsächlich ein kleiner Bug, wenn ihr das mitbekommen habt, weil vor ungefähr 10 Minuten, als wir ins Wasser das erste Mal rausgegangen sind, hat Robin, also unser Charakter, gesagt, dass der Radio Tower hoffentlich wirklich so groß ist, wie Lillian gesagt hat. Und das hat sie gesagt, bevor wir das hier gehört bzw. gelesen haben. Kleiner Bug am Rande. Nun gut. So, ich wollte erstmal noch genau Kupferdraht und Kabelsatz brauchen wir für den Kompass. Den hätte ich nämlich auch gerne ziemlich schnell. Taschenlampe, noch eine Batterie. Das heißt wieder Kupferdraht und diese Energiedinger. So, Kupferdraht können wir schon herstellen und eine Batterie auch. Das ist doch super. Dann steckt noch ein bisschen mehr Kupferdraht her. Und dann können wir auch schon eine Taschenlampe herstellen. Fein. Falls es wieder Nacht wird, sehen wir jetzt auch was. Und die packe ich direkt mal auf die 2, die Taschenlampe. Und das Messer auf die 3. So, wunderbar. Dann nehme ich mal wieder ein bisschen was zu trinken mit. Ich glaube, ich packe das mal alles hier rein. Und ein so ein Ding zum Warmhalten. Und den Rest packe ich jetzt alles komplett hier rein. So, auch diese schlingen Pflanzen. So, damit sind wir wieder auf 100. Und jetzt können wir noch ein paar Blasenfische uns fangen. Generell mal ein paar Fische. Auch um was zu essen, denn wir brauchen ja was zum Essen. New creature discovered. So, dann scanne ich auch direkt noch ein paar Dinger. Können wir gleich direkt ein bisschen was drüber lesen. New creature discovered. So, wo waren die Schlingpflanzenbüschel? Habe ich die jetzt? New creature discovered. Waren die nicht hier hinten? Doch, da sind sie doch, oder? Puporanke, ich scanne auch gleich noch mehr. So, das ist ja mal wieder ein Wetter hier. Einladend. So. Und jetzt können wir uns endlich ein paar von den Dingern hier. New Blueprint synthesized. So, einsammeln. Ist immer gut. Titan sowieso. So, schnell nach oben. Immer auf die Sekunde genau. Muss ja spannend bleiben. So, jetzt können wir ein paar Fasern herstellen. Ja, Zucchene, genau. Entspannter Tauchgang mit Subnautica. Aber nicht mit dem ersten, sondern mit Subnautica Below Zero. Mit dem zweiten Teil von Subnautica. So.
fasse es nicht. Heaven's Ground schreibt, heute Mittag habe ich aus allen Poren geschwitzt und jetzt friere ich unter der Decke. Ja, das, ja. Das kenne ich. So, Fasergewebe. Sehr geil. Und damit können wir endlich ein bisschen länger unter Wasser bleiben. Und wir stellen uns jetzt erstmal ein paar Leckerbissen her. Oh, wir können auch den Eisgelupscher braten. Das ist interessant. Achso, Mist. Ein paar wollte ich ja im Inventar behalten. Weil das gekochte Essen sonst verrottet. Aber Wasser brauchen wir auf jeden Fall sowieso jede Menge. Ach Mist, jetzt habe ich nicht geguckt, was der... Der ist 32 Nahrung. Der Eisglubscher und 5 H2O. Das ist sehr viel. Der gekochte Reifisch nur 23 und 3. Gut, wunderbar. Den einen nehme ich hier noch mit. Und den Rest packe ich erstmal wieder hier rein. Ach so, falsch rum. Ah, die Schlingpflanze. So, dann ist es voll. Aber die Schlingpflanze kann ich, glaube ich, wegschmeißen, oder? Die schmeiße ich jetzt einfach weg. Zack. So, und dann gehe ich nochmal ganz kurz hier rein. Um das, was wir gescannt haben, noch schnell zu lesen. Denn sonst wird das irgendwann immer so viel. Galenitaufschluss, eine Mineralablagerung, die häufig Blei oder Titan enthält. Kalksteinaufschluss, diese ungewöhnlichen geologischen Strukturen bilden sich oft um Titan- und Kupferablagerungen und sind kennzeichnend für diesen Planeten. Eine genaue Analyse zeigt, dass das Gestein um das Metall gegen Erosion gehärtet ist, aber die Art und Weise bleibt unbekannt. Beurteilung, Titan- und Kupferquelle. Also Kalk ist Titan und Kupfer und Galenit ist Blei oder Titan, also Titan oder Blei. Lebensformen. Verwertbares. Die Schlingpflanze. Eine Seetangart, die sich in großen Wäldern konzentriert und in seichtem Wasser mit sandigen Böden vorkommt. Lockere Wurzeln verankern die Pflanze im Meeresboden, von wo sie vom Sonnenlicht angezogen stetig in Richtung Wasseroberfläche wächst. Der Strunk ist faserig und reich an Eisen. Das macht ihn sowohl zu einem brauchbaren Rohmaterial für die Herstellung von Textilien als auch zu einem Grundnahrungsmittel. Beurteilung: lebenswichtiger fremder Rohstoff. Essbar. Verwendung als Baumaterial. Schlingpflanzen-Samen. Ausgewachsene Schlingpflanzen, die das räuberische Verhalten kleinerer Pflanzenfresser überlebt haben, produzieren diese biolumineszenten Samenbüschel, die entweder durch Strömung abgelöst oder von Fressfeinden verzehrt und später wieder ausgeschieden werden. Der Embryo ist von einer dicken Schicht aus Öl und Silikon umgeben, die im Boden versickert, sobald die äußere Hülle zerfällt. Dies könnte den Sämling mit den Nährstoffen versorgen, die er zum Überleben in der lichtarmen Umgebung am Meeresboden benötigt. Beurteilung: lebenswichtiger fremder Rohstoff. Verwendung als Baumaterial. Und Tiere, wir haben kleine Pflanzenfresser gefunden, den Blasenfisch. Dieser ungewöhnliche Pflanzenfresser erscheint größtenteils wehrlos und zeigt wenig Ähnlichkeit mit anderen Tieren in seiner Umgebung. Erstens, halbdurchlässige Blase. Der Blasenfisch kann Luft und Meerwasser durch eine einzigartige Membran, die seine Wirbelsäule wie eine Blase umgibt, in sein Körperinneres filtern. So kann er organische Partikel auffangen und verzehren, sowie seinen Auftrieb regulieren. Zweitens, am Ende offene Gefräßröhren können angewinkelt und zusammengezogen werden, um Wasser auszustoßen, was zu einem bewusst gesteuerten, geringen Vortrieb führt. Gegenüber Gefahren verhält er sich recht unbeirrt und bei Nacht ist er praktisch bewegungslos. Sein einziger bisher identifizierter Verteidigungsmechanismus ist, dass sein Körper fast vollständig aus Wasser, Luft und Knorpel besteht. Beurteilung: essbar. Beim Verzehr kann eine Tauchflasche mit dem Sauerstoff aus der Blase gefüllt werden. Die Membran kann als natürlicher Wasserfilter verwendet werden. Das ist mega interessant. Das heißt, ich kann auch einfach Blasenfische im mir einfach ins Inventar packen und sollte ich mal drohen zu ertrinken, die einfach, ja, von ihrer Luft befreien. Der Bumerang.
eine große Anzahl vorkommender Pflanzenfresser, der häufig flache Gewässer aufsucht und sich in Schwärmen bewegt. Erstens gezackte Zähne, ein Hinweis auf eine Anpassung zum Zermalen von Korallen, die andere Pflanzenfresser nicht verwerten können. Zweitens Zwillingsflossen. Ungewöhnlicherweise sind die zwei Flossen dieser Art eine knorpelige Verlängerung des Skeletts. Sie sind weniger anfällig für Schäden und bieten einen besseren Vortrieb, wachsen aber sind nicht so leicht nach. Die leuchtend blauen Spitzen sind tatsächlich die Enden seines Verdauungstraktes, wo die Lumineszenz der Korallen, die er frisst, am stärksten konzentriert ist. Der Boomerang ist tagsüber am aktivsten und neigt bei Annäherung zur Flucht. In der Nacht kann er leichter beobachtet werden, wenn seine Lumineszenz ihn verrät und er den Schutz des Meeresbodens sucht. Ah, kann man also einfach zum Meeresboden schwimmen und ihn da einsammeln? Gut. Der Eisglubscher, ein schneller Beutefisch, der gut im Eis getarnt ist. Wie der gewöhnliche Glubscher ist er schnell und relativ intelligent, sodass er in großer Zahl überleben kann. Forschungsnotizen: Mir gefällt der automatisch generierte Name nicht. Vorschlag: Eisklopp. Eisklops. Beurteilung: Essbar. Reiffisch. Ein kleiner, schwarmbildender Beutefisch mit einer einzigartigen Antriebsmethode. Ein entfernter Verwandter des Blasenfisches. Erstens Tentakelring. Anstatt zu schwimmen, verändert dieses Tier mit dem feinen grünen Fühler, der seinen Körper umgibt, die Zusammensetzung des Wassers direkt vor sich und segelt in den so geschaffenen Bereich mit geringerer Dichte hinein. Zweitens violett-grüne Färbung. Könnte eine Tarnanpassung an mittlere Lichtwellenlängen und möglicherweise ein Anzeichen dafür sein, dass der Reiffisch eher in der Morgen- und Abenddämmerung aktiv ist. Verhalten. Es bilden sich zwar in regelmäßigen Abständen Reiffischschwärme, die massenhaft Raubfischen ausweichen, aber dies ist eher ein soziales als ein defensives Verhalten. Einzelne Reiffische können oft bei der Nahrungssuche beobachtet werden und zeigen allgemein ein neugieriges Verhalten. Beurteilung: Essbar. Wunder, wunder, schön. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis exakt hierhin die erste sehr lange Folge. Von jetzt an gibt es wieder 20 bis 30 Minuten Folgen ungefähr. Ich guck mal, ob ich die Grafik noch ein bisschen optimieren kann. Und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, das würde mich freuen. Und viel Spaß mit den anderen Folgen oder meinen anderen Let's Plays. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi, ihr Lieben.